Ich verwende auch einige Beispiele, wo Dinge geklappt haben. Etwa in den Beziehungen zwischen der EU und der Ukraine, wo man einem großen Land mit einem Pro-Kopf-Einkommen niedriger als das von Marokko oder Tunesien Visafreiheit angeboten hat im Gegenzug für Reformen und Kooperation. Visa-Liberalisierung als Ziel auch für afrikanische Länder, von denen es derzeit kein einziges gibt, nicht einmal die tunesische Demokratie, die eine Aussicht hat, irgendwann einmal visafrei in die EU einreisen zu können. Im Gegenzug für den Aufbau von Asylsystemen und Partnerschaften.